Hallihallo, wie geht's denn so? So, das ist auch ein sehr fleißiger Promoter. Ja. Du machst einen Film, Fitas. Hä? Du bist am Film. Ja, ja, ich bin am Film. Das ist hier ja, Malte Style. Toni Macaroni ist auch gerade angekommen. Und mit seinem Roller, ja, er ist der coolste hier von der Playa auf jeden Fall heute mal. Und, ach, ich quatsch wieder nur Blödsinn. Er hat dann ja gerade Genie ihr Zimmer gezeigt und auf Genie warten wir ja auch dann nachher. Charlie ist immer noch betrunken von vorhin und isst ihren McChicken, nee, Long Chicken, sorry. Ja, geil. Und wir stehen ja abends an der Playa von Arenal, ja. Und ich stehe auch hier, guck, der Beweis. Ich bin hier, ich habe noch nichts getrunken, aber gleich geht's richtig los. Ja, mal gucken, was so wird, wie lange ich durchhalten werde. Jetzt ist halb 10 gleich. Ja, wir sollten gleich trinken. Ja, lass mal gleich rübergehen. So Leute, wir wollen jetzt was trinken gehen. Und Internet. Hört mir wieder keiner zu. Toni labert sich wieder zu Tode hier. Naja, siehst du, der kriegt ja nicht mehr mit. Toni Macaroni. Toni, wir wollen jetzt was das trinken. Das ist übrigens ein Video und kein Foto. So, ey, warum sagst du das? Ein Video, wo ich versuche, so einen steifen Blick hinzukriegen. Können wir jetzt mal was saufen gehen? Wollen wir was trinken? Ja. Und Chillout. Chillout, ja? Einen trinken im Chillout und dann gucken wir weiter. Nee, ich muss da den Roller abgeben und so. Ich riech voll den Long Chicken. Okay. Nee, danke schön. Hahaha. Mein Lieben, jetzt laufen wir in Chillout. Ja, das war schön mit euch. Oh, scheiße. Die ist immer noch besoffen. Ah, die scheißt sich die ganze Zeit in die Hose. Foto muss man aufpassen, mit Film muss man aufpassen. Sind typisch wieder hier die Mallorca. Obwohl, nee, ach, weiß ich auch nicht, was ich sagen wollte. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall als Slum in Chillout. Ey, ich bin süchtig, Film immer. Ich habe immer mit den Touris so Fragen beantwortet. Okidoki. Ist es heiß hier drin, Toni? Liegt an uns, sagt er gerade, dass es hier heiß ist. Oh Gott. Toni, machst du so eine Sprüche bei deinen Mädels? Ja, natürlich. Ich habe immer nur hübsche Mädels. Stimmt, du bist immer mit hübschen Frauen. Ey, das ist wie The Secret One. Law of Attraction und so, er zieht die Mädels an. Irgendwann ist einfach jemand einfach schön. Weißt du, ich meine, noch schöner geht ja gar nicht. Es ist einfach schon schön. Dann kommt nur noch das Innere dazu und dann wird es zu einem sehr schön. Diamanten, Diamonds in the Sky. So, ja, ne, stimmt. Nimmst du mich gerade auf oder? Nee. Ich will nur was testen. Charlie, wie heißt das Motto? Charlie, wie heißt das Motto? Kein Game. Kein Stress. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ja, unser nächstes Gesprächsthema wird lauten: Kein Geld, kein Stress. Genau. Weil? Weil, wenn man kein Geld hat, hat man auch keinen Stress. Genau. Ja, stimmt. Sagst du es auch? Kein Geld, kein Stress, Bernie? Ja, walk mal. Ja, ich habe kein Geld und Stress. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Hey, irgendwas, da kann irgendwas nicht stimmen. Irgendwas stimmt definitiv nicht. Geld und Stress, okay, aber kein Geld und Stress. Und dann verlieren wir noch als bessere Mannschaft jetzt. Oh nein. Okay, Toni, kein Geld, kein Stress, wann machen wir das? Ich dachte, wir machen jetzt einfach nur mal Besprechung für das nächste Video. Ja, machen wir ja auch. Achso, aber du nimmst ja schon jetzt schon auf. Ja, ach nee, weil ich das festhalten will, du. Okay, ja. Eimer. Sollen wir Termin ausmachen, oder was? Ja. Okay, heute in 48 Stunden. Jetzt aktuell. Mhm. Stichpunkte? Stichpunkte, wir werden über Geld sprechen. Wie es ist ohne über Geld. Die Gefühle mit Geld, ohne Geld, was besser ist, was nicht besser ist. Und über Frieda und dich, wer verrückter von euch beiden. Okay, alles klar. Frieda, die mit dem Penis auf dem Fuß. Was, die hat einen Penis auf dem Fuß? Ja, tätowiert. Damit sie die Jungs in den Arsch ficken kann, sagt sie immer, wenn sie die trifft. Okay, alles klar, also kein Geld, kein Stress, das machen wir wie wir hier auf Mallorca einen größten Spaß, weil wir haben den größten Spaß von allen Menschen, stimmt das? Ja, wir sind einfach die coolsten. Wir haben immer den krassesten Spaß. Aileen kann das bestätigen, oder? Ja. Haben wir den krassesten Spaß von allen Menschen hier in der Playa? Siehst du, Charlie? Was meinst du? Ja. Und wir haben kein Geld und deswegen haben wir keinen Stress. Okay. Das Thema folgt demnächst, meine lieben Freunde. Fortsetzung folgt. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier auf unserer Arbeit. Auf unserer Arbeit, Charlie. Charlie sieht aus wie ein Delfin, ja. War Arbeit, weißt du, was? Charlie, und wir haben gerade einen 43er bestellt. 43er mit alles auf meine Rechnung. Das heißt, ich bin hier die PR.
die PR-Alkoholikerin bin ich heute. Kann man mal machen. Die anderen warten draußen, kriegen wahrscheinlich gleich eine Krise. Die Bar. Charlie, die besoffene Charlie vor allem heute. Naja, auf jeden Fall, wir trinken jetzt und dann gehen wir zum Megapark und Ginny ist im MG-Café. Und jetzt warten wir nur noch auf unser Getränk. Ich bin mich leicht angezogen, aber noch nicht ganz vor das Geld. So, heute wieder ein bisschen Romantik auf dem Weg. Ey, hallo, wir nehmen immer Romantik auf dem Weg mit. Ey, Leute. Toni, was macht ihr denn da? Guck mal, da ist die Live-Musik. Hallo, da sitzt er. Ich verstehe gar nicht, was er singt wegen ihm. Hallo, Toni, du ruinierst die ganze Stimmung. Also übrigens, Toni, Macaroni, ja, genau. Immer so. Toni, jetzt ist er. Für meine Stimmbänder. Jetzt ist er die Macaroni von der Playa. Und ich trinke übrigens mein 43, die Kördel übrigens sehr gut schmeckt. Haben wir gerade herausgefunden, ne? Meine Stimme ist übrigens nicht so wegen Saufen, sondern wegen Arbeit. Geschwindigkeitsreduzierung. Geschwindigkeitsreduzierung. Oder? Steinigung. So, und das ist die Straße, unsere bekannte Straße, wo wir immer unsere Romantik noch abholen auf dem Weg. Ne? Ja, klar. Hier unseren. Krause, Vega Arena. Heute. Nee, heute nicht. Was hast du gerade gesagt? Jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Kann ich nicht nochmal sagen. Mann! Wir haben gerade die Touris verarscht, die sich immer von den schwarzen Nutten am Schießen lassen, damit die klauen. Ey, das ist wie in Focus, der Film. Kennst du den? Focus? Ja, kenn ich. Den Film? Wo sie dich anpacken, zum Beispiel, damit du nicht merkst, dass sie dir jetzt von dir aus der Tasche rausziehen. Ja, kenn ich. Krass, ne? Hab ich schon von gehört. Das machen die hier auf Mallorca mit den Freunden, falls ihr das wissen möchtet. Ich könnte jetzt voll eine Bratwurst essen. Schon? Jetzt sind wir alle auf Modus, oder was? Wir müssen. Ich bräuchte noch langsam wieder ein jetzt. Ja, ich auch. Ja, ich muss zu so Genie jetzt. Die aus der Flasche, oder? Genie, ja. Die wird sauber. Ein bisschen reinreiben und dann blüht sie auf. Hey, na, ist da? Hey, er ist da. Geht's natürlich bei dir heute Abend beim Oberbayern? Ja. Was filmst du denn jetzt eigentlich? Machst du eine Doku so? Ja. Auch nicht schlecht. Dich wie Doku jeden Tag. Mallorca Tag und Nacht. Hey. Oh Mann. Und das ist der Megapark, wo Charlie dort ist. Meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Das kommt aber von der Arbeit und nicht vom Saufen, Leute. Und schönes Wetter auf jeden Fall.
ein bisschen frisch, angenehm. Und Genie wollte, glaube ich, frühstücken gehen, da freue ich mich drauf, ich hätte vorhin auch gesehen. Und ach so, bei uns wohnen jetzt mehrere Leute. Ich habe das beste Geschäft, was man hier machen kann, auf Mallorcas Wohnungen haben. Weil jeder PR hier ein Zimmer sucht. Und bei uns wohnt jetzt einfach noch eine PR. Dann kommt meine Mutter, meine Tante ja in den 10 Tagen. Oh Mann, bei uns ist das los. Das ist wieder mal eine Style, Leute, Alter. Auf jeden Fall, Papa hat schon überlegt, ob er die kleine Bar unten, die er nicht benutzt, als Wohnung macht. Ich habe gesagt, mach das, wir suchen alle ein Zimmer. Das ist das, was hier fehlt, Zimmer. Naja, mal gucken, wie der Tag wird. Ich denke mal, es wird schon. Ich krieg das schon hin. So, Toni Macaroni, wie geht's dir? Wir stehen hier in unserer Straße, in unserer Hut, ne? Du stehst hier frisch. Ich wollte eigentlich schon seit 3 Stunden schlafen. Ist das deine Badehose? Das ist einfach irgendeine Badehose. Ich habe nicht mal meine Unterhose drauf. Oh Gott, Toni Macaroni. Und Toni hat Sachen erlebt gestern. Wie lange warst du feiern? Sag mal, ich bin ja gestern um 3 Uhr abgehauen. Ne, um 2 bin ich abgehauen. Ich stand gestern ungefähr um 10 Uhr morgens hier. Ach so, wo hast du gepennt? Du warst ja, irgendwie da im No Limit, dass unser After gesessen und hab geguckt und gewartet und gehofft, dass irgendjemand, den ich kenne, hier lang geht. Weil du hattest keinen Schlüssel, ne? Ja. Du hattest keinen Schlüssel, weil du wohnst ja gerade hier in der Pizzeria. Ja, genau. Toni wohnt ja gerade in der Pizzeria. Hinten, das also hinterm Pizzaofen links, dann nochmal am Salattheke vorbei und dann da. Ah, du hast eine Matratze da, ne? Ja, eine Matratze. Das vorübergehend halt, ne? Weil wir haben ein Wohnungsproblem. Da ist Wohnung oben drüber. Aber. Nee, weil wir haben ja ein Wohnungsproblem hier auf der Insel. Das haben wir gerade besprochen. Das ist das Einzige, was uns richtig abfuckt. Ja, Toni war dann gestern, der wusste nicht wohin. Der war in No Limit noch, hat gewartet, bis jemand vorbeikommt. Dann hat er irgendwo gepennt. Das ist Mallorca-Style wieder. Aber man muss sagen, hier halten alle zusammen. Du kannst immer mal irgendwo schlafen. Ja, das ist gut. Oder? Und ja, auch Essen kriegt man immer, wenn man nichts hat und so. Dafür bist du dann nächstes Mal dran und kochst mal was oder so. Ja. Oder man geht einfach für 4 Euro in Burger King und holt sich einfach 8 Pommes. Weil die für 50 Cent, genau. Pommesparty. Und alle waren glücklich. Ketchup gab's free aufs Haus. Krass. Wir sind die krassesten auf jeden Fall. Wir sind die krassesten. Ja. Wir sind die geilsten. Wir haben den besten Spaß hier, den meisten Spaß. Und wir wohnen direkt am Meer. Guck mal, da ist der Strand. Da vorne. Da vorne ist der Strand. Ja, auf jeden Fall. Okay, Toni, was machst du jetzt? Nein. Und ich, was mache ich dann? Ich bin alleine, Toni. Ich weiß nicht, ich muss mich ein bisschen hinlegen und so. Weil du heute Abend? Schön hinterm Dusch, ich mache mich fresh. Und dann gehst du wieder los, Party. Nee, ich will heute kein Party machen. Sicher? Ja, eigentlich will ich nur. Eigentlich. Eigentlich will ich nur einen kleinen. Du bist schon. Ja, gut, viel Erfolg, Toni, ne? Wünsch mir Glück. Ja, wird schon. So, wer bist du, sag mal? Ich bin der Stefan. Und woher kennst du meinen Blog? Vom Freund. Wünsch dir was, TV? Ja, richtig. Und hast du dir schon mal ein Video angeguckt? Nein, noch nie. Echt? Machst du es mal? Aber ich hab dich vom Balkon gesehen und du bist die geilste Sau der Welt. Oh Gott, welcher Balkon überhaupt? Hier oben, die Suite. Ach echt, du wohnst hier? Und du kennst meinen Blog? Ey, das ist lustig. Auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall in meinem Blog vorkommen. Das ist und, geil, weil du bist echt hübsch. Oh, danke. Er ist so einfach nett. Mal so sagen. Er ist so nett. Also, meine lieben Freunde, habt ihr gesehen, ich wurde einfach von Ihnen hier angesprochen gerade. Einfach herkommen und sie kennenlernen. Einfach herkommen. Genau, einfach herkommen und sie kennenlernen. Das ist ein Star zum Anfassen. Das ist scheiße. Genau. Ist so. Ist so, ein Star zum Anfassen. Ja, genau. Jeder kann, wenn er will. Wenn sie erlaubt. Oh, Charlie, was hier schon wieder los? Charlie, was sagst du dazu? Ist auch Feierabend, endlich. Ja, schon lange. Charlie hat übrigens, ich habe ja gerade noch über die Wohnsituation mit Toni gesprochen. Und Charlie hat übrigens jetzt ein Zimmer für Juni. Und ich sag euch, das ist das Schlimmste, was es gibt auf Mallorca, eine Wohnung zu finden oder ein WG-Zimmer. Das ist alles cool, aber eine Wohnung oder ein WG-Zimmer zu finden, das ist wirklich eine Aufgabe. Ne? Schlimmer wie in Stuttgart, gell? Ey, das ist krass. Was, bist du aus Stuttgart? Ja. Der Mann kommt Westheim gewohnt. Nee. Ja, ich hab schon überall gewohnt. Übel. Aber okay. War gut, okay. Ist ganz besser. Ich hab mir jetzt eine Wohnung gekauft, deswegen. Aber geht gar nicht. Ah, naja. Naja, auf jeden Fall, Leute, wie auch immer. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren mit der Charlie. Charlie will schon wieder ein Schnitzel essen. Na, was soll man dazu sagen? Was sagt ihr dazu? Scheiße. Wie war es hier im World House, sag mal? War lecker? Was habt ihr gegessen? Sensationell. Ich hab so einen Burger gegessen. War geil, ne? Wer hat Sparrows gegessen? All you can eat? Keiner? Genau. Ich habe nämlich gehört, und das haben die Leute heute am Strand gesagt, die haben Strandpromo gemacht, und die Leute haben wirklich es gesagt, sind die besten Sparrows von Mallorca. Und das Krasse ist wirklich, die haben gesagt, das ist besser als Tango, die Sparrows. Ja. Aber wenn du richtig Spanisch essen willst, geh in den Bar Andalus. Ja, das stimmt. Bar Andalus, Tapas essen. Aber wir sind jetzt
jetzt hier im Roadhouse heute, deswegen haben wir jetzt keine Werbung für das. Nee, aber Andalus, genau, Bar Andalus, geil zum dabei zu essen, aber wenn ihr Sparrows wollt, wir sind die Besten von der ganzen Playa. Wirklich jetzt, kein Scherz. Ist die so. Haben heute gesagt, wir sind besser als Tango, haben heute welche gesagt, die Sparrows da gegessen. Besser als? Ja, Tango. Wir sind die Besten Tango. Überhaupt Tango hat hier. Sehr gut gemischt, das gibt schon ewig lange, das Tango. Alle gehen da Sparrows essen. So, hier was machen wir jetzt noch? Ah, Tango ist auch gut, ich will ja nicht zu schlecht reden, ne? Ich hab ja das Ding. Ich will mit Casablanca auch gut nehmen, übrigens. Also tschüssi, ne? Ja.